weil ich bin Georg von Arzplus und freue mich, dich hier im Arzplus-Interview begrüßen zu dürfen. Mit Tapestry of Trust habt ihr ein bemerkenswertes Album vorgelegt. Gefühlvoll, anmutig und mit Tiefgang, also nicht so der einerlei Schmarrn, den man sonst so hört in der Hitparade. Wie habt ihr euch als Band gefunden? Ich habe eigentlich die Band zusammengestellt. Also ich habe die einen schon gekannt und die anderen sind mir empfohlen worden. Wir sind alle so aus dem Umkreis von der ZHDK. Ja, haben wir uns schon mal gehört oder so. Und dann im Masterprojekt von Dave Demuth habe ich eigentlich den Cellist kennengelernt, Ambrosius. Sowieso ist das entstanden. Also als ich das Album das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das sind ja fast viele Hymnen da drauf. Hymnen? Ja, also für mich haben sie einen hymnischen Charakter. Mhm. Woher nimmst du deine Inspiration? Hast du die Lieder geschrieben oder hat das dann Ambrosius gemacht oder andere Teile der Band? Woher kriegt ihr die Inspiration? Ich schreibe eigentlich alle Songs und auch einen grossen Teil von dem Arrangement. Und dann tun wir das auch einfach als Band noch zusammen entwickeln. Plus jetzt für das Album hat auch noch meine Mami geschrieben. Bei der Arrangement ist es Jazzpianist auch. Ja, sowieso. Aber die Inspiration, glaube ich, kommt bei mir schon auch irgendwie aus dem Zusammenspiel, das ich gefunden habe mit diesen Leuten. Wo ich cool finde, dass wir wie gleiche Backgrounds haben von Jazz und Klassik. Und das Gefühl in der Musik wie ähnlich ist, was wir finden in dem. Was ich ganz spannend finde, auch ist eben zum Beispiel, das hat man heute bei der Preisverleihung auch gesehen, am Abend vom Kulturfenster, da hat die Simone Bauer getanzt, ist ja originell, dass, und eben auch nicht alltäglich, dass eine Tänzerin mit auf der Bühne ist. Wie kommt das? Also es war, glaube ich, das Rezit, der Song, wo sie mitgetanzt hat. Wie kommt das? Ich glaube, das kommt eigentlich davon, dass ich selber sehr gerne tanze. Auch als Kind schon gerne tanzen oder ja, auch jetzt noch tanzen als Hobby. Und ich habe das irgendwie einfach gesehen oder ich habe das Gefühl gehabt, das passt einfach zu meiner Musik, dass jemand tanzt. Und sie hat gleichzeitig dann die Ausbildung gemacht an der Tanzschule Zürich. Tanz, ich weiß nicht, wie es heisst. Ja, Colombo hat es früher geheißen. Und dann habe ich irgendwann sie angefragt, ob sie mitmachen. Das erste Mal an Nacht des Glaubens ist sie mit uns. Ich dachte, vielleicht ist die Chance grösser, wenn mich etwas Spezielles bietet, dass sie uns nehmen ins Programm. Und ja, das war dann so. Ihr bekommt den Prix Blue Förderpreis für Nachwuchskünstler von Arzplus. Wir sind ja die größte Schweizer Plattform für kunstschaffende Christen. Was bedeutet dir, also der Preis ist nicht hoch dotiert, aber es ist ein Förderpreis. Was bedeutet dir persönlich das? Wie ordnest du den ein für dein künstlerisches Schaffen? Das ist auch eine Ermutigung, weil man merkt, aha, da gibt es Leute, die schätzen das, was ich mache und ja, finden das unterstützenswert. Das ist eigentlich eine Ermutigung zum Weiterentwickeln und ist wichtig, hilft mir auch irgendwie so. Ja. Siehst du dich als christliche Künstlerin? Outest du dich so? Nein. Ich sage nicht, ich bin eine christliche Künstlerin, sondern ich bin Künstlerin, die Christ ist. So, ich finde so, wie viele Künstler sind heute so ein bisschen Buddhismus, wenn sie viel zu tun oder so, das ist so ein bisschen in. Aber jeder hat irgendwie eine Weltanschauung und ich finde es einfach schwierig, wenn man mal im christlichen Sektor irgendwie zu bekannt wird, dann kommst du einfach nicht aus dem raus. Das finde ich ein bisschen Herausforderung an dem. Ich möchte eigentlich nicht Musik machen, nur für die Christen, sondern das ist ein schönes Schlusswort und ich sage mal danke, dass du hier beim Interview bereit warst. Du gratuliere nochmal zum Förderpreis. Danke vielmals. Danke.